So, willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare. Heute versuchen wir mal die beste Zweitwaffe im ganzen Spiel auf Gold zu bringen. Also, let's go. So, ich brauche jetzt bloß noch ein paar Kills ohne Aufsätze. Und ohne Aufsätze ist echt das Schlimmste, sage ich euch. Also, alles andere wird mir wahrscheinlich relativ einfach fallen. Aber ohne Aufsätze halt. Na, ich finde die Waffe halt und den Schrotschuss echt ziemlich schlecht. Und ich habe halt jetzt keinen Schrotschuss drauf. Nur darf ich nicht. Und das ist echt relativ schwierig, da Kills zu bekommen. Macht halt nur Two-Hit. Man muss Headshots treffen, um One-Hit mal zu machen. Ja, man muss überhaupt mal treffen. Ich finde irgendwie, ja gut, ich spawne halt direkt von dem Gegner, ne? Ich finde halt, mit der Waffe generell zu treffen, ist schon relativ schwierig. Komm, da sieht man schon, ich kann halt mit der Waffe überhaupt nicht hitten. Und dann spawnt er direkt vor mir, ja, gerade als ich Spezialmuni reinmachen würde. Danach kommen Long-Range-Kills. Und Long-Range ist halt nochmal... Oh, scheiße. Ja gut, der war halt direkt vor mir, ne? Und Longrange ist halt nochmal relativ schwierig. Oh, nice Kopfschuss. Double Kopfschuss. Da nicht mal, wenn ich hinter einem stehe, kriege ich alle Shots. Oh Gott, danke, Mate. Ich hätte halt nichts gehittet. Also mit Kopfschuss ist dann relativ einfach, die Kills zu bekommen, aber triff erstmal, ne? Ich finde halt echt, die Waffe spielt sich ziemlich weird. Damit zu treffen ist halt nicht ganz so einfach, wie man vielleicht denkt. Also zum Beispiel Deagle, finde ich, spielt sich deutlich einfacher. Ohne Attachments halt. Ja, und No-Scope, ne? No-Scope trifft hier auch überhaupt nichts. So, schon mitten in die verlorene Runde rein. Aber egal, wir brauchen ja bloß noch zwei Abschüsse. Und dann baue ich mir eine neue Klasse zusammen. Da ist schon mal der erste. Und, achso, das ist der Vitor, ja, alles klar. Also ich habe jetzt das Zielfernrohr mit. Und alles, was irgendwie Zielstabilität gibt und so ein Scheiß. Mal gucken, ob das überhaupt irgendwas bringt. Weil ich glaube, Fernabschüsse mit der Waffe hier werden halt total Cancer. Okay, da haben wir schon mal einen. Nice. Oh Gott, den habe ich noch gekriegt. What the fuck? Der hätte mich eigentlich dreimal töten sollen. Ich brauche zusätzlich noch zu den Longshots Kills nach dem Nachladen und drei Kills ohne zu sterben. Aber ganz ehrlich, das war halt nicht möglich mit dem Zeug, was ich hier hatte. Ich kann ja nicht mehr sowas hitten, ne? Das war das ein Headshot und es hat nicht... Okay. Okay, jetzt. Nice. Fernkämpfer, ja, das war auch weit genug weg. Also, ich kann halt so ohne den Shotgun-Aufsatz echt nicht mit der Waffe spielen. Das fühlt sich richtig eklig an irgendwie. Auch wenn ich da weggesnappt werde, ja, was soll ich machen, ne? Und deswegen werde ich einfach warten, bis ich jetzt mit den Fernschüssen durch bin. Und dann werde ich wieder meinen Shotgun-Muni reinhauen. Und dann werde ich den Rest machen. Oh, nice. Fernkämpfer, der war richtig geschenkt. Also, ich brauche ich hier wirklich. Und das war auch ein Fernkämpfer. Nice. Nice, noch ein Fernkämpfer. Easy. Oh, nice, noch ein. Das ist bloß leider schade auf die Range. Ist ein Headshot, kein One-Shot. Aber egal, ich treffe die trotzdem. Nice, jetzt sogar eine Tarnung freigeschaltet. Aber ich glaube, das ist erst die zweite oder dritte oder so. Also sind noch ein paar. Ich gebe ihm einfach einen Headshot und es killt ihn nicht. So schlecht. Du blockst meine Schüsse, Mann. Oh nice, ich habe den Fernkämpfer trotzdem bekommen. Junge, nur noch 9. Oh shit, der war gut. Noch 8 Fernkämpfer. Ah, das waren Fernkämpfer. Easy Headshots. Oh! Ey, dieser Typ fuckt mich. Ey, das war noch ein Fernkämpfer. Nice. Das ist einfach bloß rumgekrabbelt. Ey, ich habe ihn bekommen. Junge, das war halt. Das war halt so rot, ne? Und noch ein. Ey, noch ein Fernkampf. Ich glaube, ich brauche nur noch 4 oder so. Weißt du, er haut sein komplettes Magazin oh, Junge. Neben mir. Hab 2. Oh. War das Fernkampf? Ich weiß nicht. So, noch 2 Abschüsse Long Distance und dann bin ich fertig mit dem Scheiß. Dann muss ich nur noch 3 fahren, ohne zu sterben. Und ist topografisch. Doppelabschüsse habe ich noch nicht fertig. Aber das ist easy. Und nach dem Nachladen. Nach dem Nachladen ist halt auch Cancer, ne? Ja, nice Fernkampf. Das war heftiger Scheiß. Ja. Och man, da liegt eine Claymore. Ich bin hier drin. Puren Sinn. Ich hab den Fernkämpfer. Bitte gib mir die Tarnung. Bitte. Ja, oh Junge. Das hatte ich jetzt echt 10 Kills gebraucht. Das Junge, ich hab einfach 10 Kills. Ich hab 10 Kills gemacht für 2 Fernkämpfer-Kills. So, das sind jetzt die letzten Runden noch, bis ich dann Gold habe. Einmal fehlt mir hier noch 4 Doppelabschüsse. Ja, eigentlich kein Ding.
Dann noch 4 Abschüsse nach dem Nachladen. Wird ein bisschen schwieriger, aber kriegen wir auch hin. Und halt noch 14 mal 3 Feinde ohne zu sterben. Ich suche jetzt Shipment rein, habe meine Schrotschuss wieder drauf und ich werde so reingehen und versuchen halt möglichst viele Kills zu kriegen und die Tarnung jetzt endlich mal fertig zu machen. Da haben wir einen. Da haben wir den zweiten. Und hier haben wir den dritten. Das war sogar dreifacher Abschuss und 3 Gegner, also für 2 Tarnungen easy. So, wir sind jetzt wieder auf 7 wie immer und versuchen... Ja, da haben wir den Vitol. Easy. Hier haben wir sogar noch den 8. Und da haben wir noch einen. Und jetzt haben wir sogar den Heli. Das ging ja schnell. Und jetzt haben wir sogar 10er Killstreak. Alles easy. Mal schauen, ob wir den noch kriegen. Nein, schade. Ich habe flinke Hände drauf und die Waffe lädt halt einfach nicht nach, Mann. Also wirklich, man kann halt einfach... Shit, ich muss dann. Man kann halt mit der Waffe wirklich versuchen nachzuladen und dann Gegner zu killen, aber das ist, glaube ich, mit die schwierigste Quest einfach. Weil ich kann ja mal gucken. Hier. Oh, braucht er lang zum Nachladen, aber ich habe den Kill noch bekommen, also sind es jetzt bloß noch irgendwie 3 nach dem Nachladen oder sowas. Aber die Kills nach dem Nachladen sind halt wirklich Cancer. Selbst mit schneller Nachladen ist das halt wirklich relativ schwierig. So, da haben wir nochmal Double-Abschuss und blutrünstig. Wir haben unseren zweiten Vitor die Runde. Und wenn wir mit dem Vitor ein paar Kills kriegen, dann haben wir auch unseren zweiten Heli und wir haben den ersten noch nicht mal benutzt. Also das ist echt eine krasse Runde hier. Ich meine, das heißt zwar, ich mach... Shit, ne? Ich mach zwar ein paar weniger Kills mit der Waffe hier. Aber das ist mir egal. Also High-Kill-Games sind halt auch ziemlich nice. Da haben wir noch einen Nachladeabschuss. Easy. Und Doppelabschuss. Jetzt haben wir unseren zweiten Heli. Ja, sogar noch einen nach dem Nachladen. Und hier haben wir noch einen 13er Killstreak auf Shipment. Das ist halt schon heftig, ne? Und da werden wir gesnappt. Ah, schade, sogar mit dem Headshot. Aber wenigstens hat das ehrenvoll zu Ende gebracht. Hauen wir jetzt nochmal einen von unseren Helis raus. Also ich meine, die Runde hat ja gerade erst angefangen, ne? Die zerstört uns zwar gerade komplett, aber ich meine, auf Shipment, was will man machen, ne? Shipment ist halt wirklich relativ Glück eigentlich, wer gewinnt. Weil es ziemlich viel mit dem Spawn zu tun hat. Wer spawnt halt auf dem Point und... die alle KLD drin haben, ne? Wer spawnt halt auf den Point und hat damit den Vorteil, kriegt halt dadurch ein paar Punkte. Das ist hier halt echt entscheidend. Oh, das war ein Headshot. Nice, dass das noch gezählt hat. Ich habe leider keinen zweiten Heli bekommen. Okay, anscheinend kann man die Streaks nicht doppelt bekommen. Das dachte ich nämlich. So, nice. Das war sogar noch der Double-Abschuss. Mal schauen, jetzt müssen wir langsam eigentlich mal die ganzen Tarnungen freischalten. Hier haben wir noch einen und wir brauchen aber 3. So, da haben wir 2. Da haben wir 3. Das müsste jetzt auch nochmal... Ja, nochmal eine Tarnung. Ist leider, glaube ich, noch nicht die letzte. Ey, nochmal ein Double. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Doubles brauche. Aber den Triple hier brauche ich definitiv noch für eine Quest. So, es wackelt halt der ganze Bildschirm. Ich habe den Last Kill noch gemacht. 69 Kills. Nice. Okay, ich habe nachgeschaut. Das Einzige, was jetzt noch übrig ist, was uns zu Gold fehlt, ist 4x3 Kills ohne zu sterben. Ah, ja gut. Also 4 hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir noch 4x machen müssen. Ich dachte, das wäre ein bisschen weniger. Aber egal. Das sollte machbar sein. Mal schauen. Also vorsichtig spielen können wir ja nicht wirklich. Aber wir können versuchen, richtig krass zu spielen. Hier haben wir nämlich schon mal den ersten Dreifach-Kill. Aber ich meine... Ich werde jetzt nicht extra für die Mission hier einen Streak aufgeben, falls ich eine kriege. Ich werde jetzt nicht absichtlich sterben. Da haben wir schon mal noch einen. Da haben wir den zweiten und der dritte holt mich von hinten. Schade, ist hinter mir gespawnt. Hier haben wir Nummer 1. Nummer 2 und... Scheiße. Da haben wir Nummer 1. Der da drin zählt, glaube ich, nicht, weil der nicht mit der Waffe getötet wurde. Und ich werde von einem Raketenwerfer rausgenommen, ganz normal. Da haben wir Nummer 1. Da haben wir Nummer 1. Direkt vor ihm gespawnt, ne? Man kennt ihn. Hier haben wir Nummer 2 und ich werde von hinten gekillt, von einem Camper. Das waren 2 Kills schon mal. Haben wir Kill Nummer 1, Kill Nummer 2 und ich werde schon wieder von hinten weggenommen. Da ist Nummer 1, da ist Nummer 2 und
Nummer 3. Ja, das ist Nummer. Das ist der zweite von 4. Okay, zünden wir mal unsere Killstreak hier. 32 Kills, aber nichts davon war 3 hintereinander. Das ist echt ziemlich cancer. Ich glaube, ich lasse mal eine Menge davon auch einfach drin. Scheiße. Okay. Detection gleich 0. Egal, ich lasse eine Menge davon einfach drin, weil es halt wirklich, weil es mich ziemlich abfuckt, ne? Das ist Nummer 2. Und das ist Nummer 3, nice. Haben wir unser Ding jetzt schon freigeschaltet? Das hat mir gerade eine Tarnung angezeigt, oder? Aber eigentlich müsste ich noch zweimal machen oder so. Da haben wir nochmal 3, 4, 5. Easy. So, wir haben wieder Topfragger mit doppelt so viel Kills wie der dritte an unserer Stelle, aber ich hatte das Gefühl, dass wir irgendwie keine 3 Kills gemacht haben miteinander. Ich habe zwar zwischendurch, ja schon wieder Play of the Game, alles klar. Ich habe zwar irgendwie eine Tarnung bekommen, aber naja, es wurde mir halt Gold nicht angezeigt. Ne? Ich schaue nochmal nach, ob wir wirklich kein Gold bekommen haben. Doch, wir haben Gold bekommen, ohne dass es wirklich angezeigt wurde. So, sieht vernünftig aus, würde ich sagen. Also, ja, ne, man sieht halt jetzt nicht so krass viel auf der Waffe, aber sieht okay aus, sieht okay aus. So, wir machen jetzt hier nochmal eine Runde mit der Goldtarnung. So von hinten, das sieht mehr orange aus als Gold, aber egal. Sieht okay aus, kann man sich nicht beschweren und ist natürlich schon ein Statement, wenn man sagen kann, hey, hier, guck mal, ich habe den goldenen Revolver, ne? So, ja, die Nachladeanimation ist natürlich relativ kacke, ne? Da sieht man jetzt nicht so viel. Aber egal. Ob es sich gelohnt hat, ja, definitiv. Es hat wirklich Spaß gemacht und man muss die Waffe ja schon mal ein bisschen leveln zumindest, um halt das okay, da hinten. Um halt das OP-Attachment hier freizuschalten, um halt die Schrotmuni freizuschalten. Weil vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Waffe halt echt nicht zu gebrauchen. Ich habe viel mit der gespielt, weil ich musste halt auch ohne Attachments spielen. Und das war nicht witzig. Also, da könnte ich euch einfach bloß empfehlen, macht Spezialmuni rein und geht auf Shipment, versucht euer Glück, aber ihr werdet definitiv tilten, weil ohne Attachments ist die Waffe halt echt nicht so nice. Jetzt hier so mit Attachments, also beziehungsweise, da sieht man ja nur mit dem Schrotschuss eigentlich, okay, er ist hinter mir, ist die Waffe halt echt schon extrem nice und ich werde die auch bei jeder, boah krass, bei jeder Klasse einfach mit dabei haben, einfach weil die halt wirklich sehr nützlich ist. Also wenn ich mit dem MP rumrenne oder sowas und dann würde ich halt noch, falls das MP mal alle geht, halt eine Shotgun als Zweitwaffe dabei haben, dann, boah shit, da hinten, dann werde ich die Waffe halt definitiv mit in meinem Arsenal haben. Was die Waffe halt wirklich so geil macht und deswegen ich sie einfach immer benutzen werde, ist, weil es eine Option ist für Short Range. Wenn man jetzt sagt, ey komm, ich habe hier die ganze Muni in meiner Waffe verbraucht oder sowas, ich muss jetzt hier noch 20 Gegner killen, die vor mir sind, dann ist die Waffe halt einfach perfekt. Dann kann man halt einfach wechseln auf seine Zweitwaffe. Oh Gott, der war so close. Man kann halt einfach weiter shredden, ohne dass man da irgendwie eine Pause machen muss. Es ist halt eine gute Shotgun, keine Frage, aber es ist nicht die krasseste von allen. Die normalen Shotguns sind schon besser, zum Großteil. Aber so allgemein ist es halt immer noch nur eine Zweitwaffe, die man halt benutzt, wenn halt die Erstwaffen wirklich alles und man sich dann denkt, ey komm, ich will aber weiter shredden. So, und dann kann man nämlich hier auch die schicken One-Hits raushauen. Wir haben jetzt hier nochmal einen Marshflugkörper. Mal gucken, ich brauche echt 3 Kills, um halt meine nächste Streak zu erreichen. Und 3 Kills zu kriegen, ohne zu sterben, ist halt echt nicht so leicht. Außer der Marschflugkörper macht alles. Ich werde jetzt eigentlich ein bisschen vorsichtiger spielen, um halt, also Pussy Mode, ne, Abschlusskette, aber egal. Vielleicht macht halt mein Vito dann 2 Kills und dann habe ich halt meine Streak voll. Da, oh ja, Fernkämpfer hat zwar 3 Schüsse gebraucht, aber ich meine, das ist schon krass, ne? Okay, nice, jetzt haben wir Helikopterschützen, jetzt kann ich auch wieder rauspushen, ne? Jetzt ist es halt komplett egal, ich habe meine Streaks. Ah, der hat sich voll auf meinen Vito konzentriert, das ist natürlich praktisch für mich, der ja auch. Mehrfach Abschuss, schade, den dahin habe ich nicht mehr gekriegt, aber mein Vito bekommt die alle. Zünden unseren schönen Chopper Gunner und lassen den mal ein bisschen rasieren. Der Chopper Gunner ist halt echt ziemlich nice, ne? Das Problem ist halt bloß, wenn die alle KRD drin haben, macht er keinen Schaden, das sieht man schon. Wenn ich hier nochmal draufballer, ich kann halt echt alles treffen, aber der macht halt einfach keinen Damage, da stirbt keiner von. Das ist halt echt irgendwie ein bisschen krass und die haben halt wirklich alle KLD dran, weil sonst stirbst du halt gegen alle Explosionen und so ein Scheiß, ne? So, ich habe das Gefühl, ich habe halt 120 Assists bekommen, aber egal. Wir haben jetzt nur 50 Kills geschafft bisher. Gucken, ob wir da noch ein bisschen nachlegen können, aber selbst wenn nicht. Ich meine, ist die letzte Runde jetzt für die Waffe. Oh, shit. Das war ein schicker Triple.
den haben wir auch noch. Aber wenn man halt von 6 Schüssen jeweils 2 braucht, um ihn zu killen, ist, was halt Standard ist, was aber auch voll in Ordnung ist, ne? Da habe ich jetzt kein Problem mit. Dann hat man halt nach 3 Kills einfach keine Munition mehr. Ist halt als Mainwaffe dann relativ scheiße, weil da musst du halt wirklich oft nachladen. In einem Real-Life-Szenario, also wenn du halt, okay, wenn du halt Leute killst mit deiner Mainwaffe und dann wechselst du und hast halt hier noch die 2 Idioten oder sowas, die du noch killen willst, und danach ist halt erstmal Stille und dann pusht dich keiner. Dann ist es halt super praktisch, weil dann kannst du deine Main-Waffe nachladen oder du kannst dir halt irgendwo Muni besorgen oder du kannst halt eine andere Waffe aufsammeln. Egal was, dafür ist es halt dann praktisch. Ja, aber nicht für so ein Szenario, wo ich jetzt 200 Leute an dich ranrenne und du dich gegen alle verteidigen musst. Niederlage, schon wieder, egal, 61, zweiter Platz, also beziehungsweise zweiter Platz von den Kills her. Die anderen, die Gegner haben ja überhaupt keine Kills gemacht, also unser Team war echt kill-hungry. Leider diesmal nicht Play of the Game, aber egal. Ist einfach die beste Zweitwaffe im ganzen Game. Kann man nichts anderes gegen sagen. Und damit würde ich abschließend sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.